Wir machen heute einen Autohaltesieg bei Paleto Bay und Sandy Shores. Ich werde meine ganzen Autos in dem Bereich hier verstecken und MBK in dem Bereich. Wer schafft, alle 5 Autos zu finden, kriegt 100 Euro. Los geht's. Ey, was hast du denn da? Was ist das? Ey, das ist ein neuer Spielautomat. Guck mal, man kann fahren. Was? Ja. Das sieht doch ein bisschen kaputt aus, Mirkan. Ey. Ja, stimmt. Okay, pass auf. Bist du heute bereit für Autohaltesieg? Ich bin ready. Ich habe nämlich jetzt hier 5 Autos am Start, die ich jetzt gleich verstecken werde. Und du hast auch 5 Autos am Start. Und die Location wissen ja schon die Leute. Deswegen würde ich sagen, Mirkan, du hast jetzt 5 Minuten Zeit. Yes, bis gleich. Go, go, go. Bis gleich. Alles klar, Leute. Die 5 Minuten sind angebrochen. Und ich verstecke jetzt hier direkt schon mal das erste Auto. Oha, einfach so ein krasser AMG. Aber wie soll ich den am besten verstecken, Freunde? Hier bei Sandy Shores. Weil ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Das Ding ist, wir dürfen auch heute die Sachen auf dem Dach und so verstecken. Was auf jeden Fall echt richtig cool ist, weil anders wäre hier, glaube ich, echt sehr, sehr schwierig. Deswegen gucke ich mal, dass jetzt vielleicht. Ich muss das Auto, glaube ich, irgendwo im Busch am besten verstecken, Freunde. Ey, ohne Spaß. 5 Minuten ist voll wenig Zeit, ne? Wir sind schon fast, wir sind schon 4 Minuten 25 jetzt gerade. Okay, ich gucke jetzt trotzdem, ob hier irgendwas ist. Ich glaube, da vorne ist auch gleich das Ende von dem Gebiet. Ich guck mal, pass auf, Leute. Ich habe eine Idee. Und zwar parke ich das Auto. Wir können sie auch anders bewegen. Hier nehme ich rein. Das heißt, ich nehme es jetzt mal ganz kurz, Freunde, und pack das jetzt, so. Hier rein, Leute. Und dann steht das Auto jetzt quasi hier drin. Okay, auf jeden Fall schon mal versteckt das erste Auto. Weiter geht es jetzt direkt mit einem richtig, richtig schweren Auto, weil das ist einfach so ein richtig, richtig krasse G-Klasse, aber 6x6. Also einfach, oha, ist doch voll schnell, Leute. Das ist einfach, Dingens, 6 Reifen, Freunde. Und ich glaube, das zu verstecken, würde auf jeden Fall echt einen Akt. Aber ich habe heute eine richtig kleine Geheimwaffe am Start. Aber dazu spielt auf jeden Fall noch mehr. So, okay, mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwo... Ich glaube, warte mal, Freunde. Wenn ich das Ding hier irgendwo cool verstecken könnte. Warte mal, hier irgendwo. Ich glaube, oder warte mal, in der Ecke. Na? Ich glaube, ich verstecke das Ganze hier, Leute. Genau. Oh Gott. Oh Gott, ich hoffe, die Zäune sind nachher nicht noch kaputt. So, hier schön, genau, das Auto hingestellt. Haben wir schon mal die G-Klasse jetzt versteckt. Und ich bin echt mega, mega gespannt, wo Mirkan sein Auto verstecken wird. Sind wir schon beim Suzuki Swift? Okay, dann will ich mal kurz gucken. Oh, was steht denn da? Da könnte ich gerade irgendwas machen, ne? Oh, ich könnte eigentlich das Auto auch irgendwo ins Gebüsch stellen. Ich glaube, ich werde das hier ins Gebüsch stellen, Freunde. Wenn ich das jetzt hier so rein... Na, das erkennt man schon ein bisschen. Aber ich glaube, wenn ich das hier in das mittlere reinpacke... Ich würde sagen, komm, das verstecken wir jetzt mal hier im Gebüsch. Wenn man daran vorbeifährt, vielleicht sieht man es ja nicht, Leute. Vielleicht sieht man es ja nicht. Wir sind ja schon angekommen beim vorletzten Auto, Leute. Und hier auch einfach gleich der Lambo am Start, ne? Und ich glaube, das hier ist sogar so ein Auto, was so unter Wasser fahren kann, oder? Ja, das ist das Auto, was unter Wasser fahren kann, Freunde. Das heißt, oh Gott, vorsichtig jetzt hier. Das heißt, wir können es jetzt gleich irgendwie richtig cool verstecken. Irgendwo im Gebüsch oder so. Damit wir das quasi irgendwo... Ich glaube, ich muss hier vorne mal ein bisschen mehr verstecken, Leute. Und zwar hier irgendwo im Baum oder sowas drin, ne? Da würde ich... Ja, ich glaube, ich packe das Ganze... Ist ein Baum rein, Freunde? Ich weiß noch nicht genau. Da, Leute, der Baum sieht doch gut aus. So, dann werden wir das Ganze jetzt mal hier schön in den Baum reinpacken. Ich glaube, wenn ich das jetzt hier so ungefähr hinstelle, hier oben... Oh, 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 wir müssen auf jeden Fall aufpassen, Freunde. So, hier rein, Freunde, ist es jetzt einfach im Baum drin. Haha, was? Leute, wir haben jetzt noch 56 Sekunden Zeit, um jetzt hier den Lambo zu verstecken. Oh Gott, ey, das könnte echt was werden. Okay, ich bin jetzt mal gespannt, ob wir jetzt hier, so, hier jetzt schön einmal den oben am besten verstecken könnten. Ich guck mal ganz kurz hier vorne irgendwo, Leute. Ich glaube, hier hinter, oder? Ne, das wird zu auffällig, dann würde ich halt direkt schon sehen. Leute, das könnte ein richtig schweres Versteck sein. Warte mal ganz kurz. Könnte ich jetzt den Lambo... Oh mein Gott, Freunde, das ist die Geheimwaffe einfach. Ich kann den Lambo einfach hier verstecken. Und er wird ihn locker niemals finden. Weil ich sag ihm einfach, da sind noch welche auf dem Dach drauf, Leute. Und das haben wir jetzt auf jeden Fall alles gerade mega, mega gut geschafft. Der Timer ist auch gerade schon am Klingeln, Freunde. Und wir können jetzt hier mit Mirkan suchen. Okay, Mirkan. Dann, was soll ich jetzt machen? Oh, da unten. Oh, was? Das SpongeBob-Mobil. Okay, du hast jetzt 5 Autos versteckt, richtig? Das ist richtig, ja. Okay, Leute. Leute, dann würde ich doch mal sagen, wenn ich jetzt hier ins Auto reingehe, startet der 10-Minuten-Timer. Ich sag, du findest nicht alle. Locker. Niemals. So, der 10-Minuten-Timer ist an, Freunde. So, Mirkan, also wie gesagt, ne, jetzt habe ich hier 10 Minuten Zeit, um deine 5 Autos zu finden. Ja. Und ich werde dir auf jeden Fall 3 Fragen darf ich dir stellen als Joker. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo du bist, so schnell bist du weg. Ja, ich bin hier in meinem SpongeBob-Mobil. Du hast komplett Paleto Bay genommen, ne? Bis zur Tankstelle hin? Genau. Okay. Genau. Sehr gut, sehr gut. Kein Problem. Das kriegen wir auf jeden Fall easy hin. Hast du auch welche auf dem Dach versteckt? Nein, diesmal nicht. Diesmal echt war nicht. Nett, nee. Okay, dann locker hier hinten irgendwo. Locker
hier hin. Auch so weit hin, wo ich jetzt gerade bin, oder nicht? Nein. Ja, gut, okay. Also, das wäre nicht Paletto Bay. Das wäre schon ein bisschen crazy gewesen, ne? Locker hier ein Auto versteckt. Ah, nee. Oh. Ich dachte gerade schon. Ich guck mal hier vorne gerade weiter. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass du es halt irgendwie in so eine verwinkelte Gasse reingetan hast. Weil ich muss ja halt jetzt echt gefühlt jeden Winkel angucken. Und hier sind überall Sackgassen. Ey, das sind krasse Verstecke, aber die habe ich gar nicht gesehen. Aber die wären noch zu offen. Ach, also, aber jetzt ist es unfair, wenn du jetzt hier eins hinstellst, ne, wo die ganzen Autos sind. Nein. Ich hab mir kein GTA rausgesucht, GTA-Auto rausgesucht. Okay, dann, Aber du bist heiß. Ah, geil. Ja, okay. Ich krieg das hin, Leute, keine Sorge. Hey, wo ist denn jetzt hier was? Ah, warte, ich hab da gerade schon was gesehen. Was ist was? Denn das? Okay, das, ist ein das Auto Coole ist halt, wenn ich ein Auto finde, darf ich direkt mit dem nächsten weiterfahren. Oh mein Gott, das sieht echt cool aus, muss ich sagen. Okay. Ich weiß gar nicht, was für ein Auto das ist. Das war mal sogar cool. Elektroauto, ich weiß auch nicht, was das für ein Ding ist. Also, so hast du diese auf jeden Fall versteckt. Gut zu wissen. Alter. Gabelstapler ist von dir? Nee, ne? Nein. Okay, ich dachte gerade schon. Hier das wäre ein cooles Versteck gewesen. Ist wahrscheinlich nichts. Oh mein Gott. Hier hinter. Na, das wäre auch krass. Das habe ich alles gar nicht gesehen. Okay, dann hast du wahrscheinlich simpler gedacht. Dann denke ich wahrscheinlich gerade ein bisschen kompliziert. Ich habe sehr simpel gedacht, ja. Ich kann dir immer sagen, wenn du einigermaßen in der Nähe von Ja, du kannst... Oh, das war ja gerade ein Außenvogel. Ja, was? Was? Ja! Ist das eins? Wie? Oder? Wie? Das da? Wo? Nee, ne? Nein, das... Oder das Feuerwehrauto auch nicht, ne? Das ist das Und das auch hier auch nicht, oder? Nein. Ist das ein Auto von dir? Wo? Das direkt vor mir. Nein. Das. Ja, okay. Bin ich irgendwie blind gerade? Jo. Alles gut. Hä? Alles gut. Bin ich gerade blind? Gar kein Problem. Ja. Oh mein Gott. Was? Oh mein, das ist aber voll klein. Alter. Das ist okay, Auto Nummer 2 haben wir jetzt schon gefunden. Es gibt tatsächlich noch ein kleineres Auto als das, wo du jetzt einsteigst. Als ob. Ich bin auf jeden Fall ganz gut in der Zeit. Ein Auto gefunden jetzt. Okay, warte mal. Es gibt noch ein kleineres, sagst du? Es gibt noch ein kleineres Auto, ja. Okay, so. Wie würde ich denken, wenn ich du wäre? Ich würde wahrscheinlich hier hinten mal abchecken. Das war jetzt Auto Nummer 2, ne? Ich fahre jetzt Auto Nummer 2. Das ist ja abgesperrt, ne? Also hier wäre eigentlich abgesperrt. Also hier ist auf jeden Fall nicht, weil abgesperrt ist. Okay, ja gut. Genau. Dann fahre ich wieder raus, kein Problem. Ich finde das schon... Oh Gott, ich sag dir, du wirst auf jeden Fall meine nicht finden. Also wow. Digga, hast du so schwer versteckt? Was ist das für ein Auto, Bro? So, ich glaube locker hier irgendwo bei den Häusern muss eins sein. Guck mal, mein Ding ist ja immer am auffälligsten ist am unauffälligsten. Ah, okay. Weißt du, was ich mein? Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Dann... Fahr ich doch mal lieber so ein bisschen mal hier weiter zur Mitte. Und zwar hier zur Baustelle. Haha, hier ist locker ein Fahrzeug irgendwo, Freunde. Na gucken, wo hast du das versteckt, Mirkan, ha? Also du hast noch keine straighte Frage gefragt. Ja, okay, dann stelle ich jetzt mal die erste Frage. Und zwar, bin ich gerade in der Nähe von einem Auto? Gerade in der Nähe von einem Auto. Oder in welche Richtung muss ich? Also sag mal so, die eine Straße, jetzt wenn du eine Straße weiter runter noch fährst. Hier, oder was? Nach links jetzt quasi, genau, gleich nach links. Da, da ist was in der Nähe? Straße okay. Ist ein Auto. Okay, da habe ich schon mal eine Frage aufgebraucht. Oh mein Gott, auf der Straße sind zwei Autos, wenn ich es Okay, kein Problem. Habe ich kein Problem mit. Im Pool. Ja! Im Pool einfach der Bugatti. Was geht ab? Das dritte Fahrzeug, Leute. Und das Ding ist, dass du auch noch jetzt gesagt hast, auf der Straße ist noch ein Fahrzeug. Das könnte jetzt dir zum Verhängnis werden. Das Ding ist, es gibt ein Problem. Ich glaube, ich weiß nicht, wo das letzte Auto ist. Unglaublich. Ich glaube, hier hinter dem Haus oder so, Leute. Auf jeden Fall irgendwie ein bisschen in der Eiszeit, wo du gerade ein bisschen rumguckst. Ich bin in der Eiszeit gerade. Okay, dann muss ich auf jeden Fall mal hier weg. Dann muss ich, glaube ich, hier in wieder nach rechts, glaube ich, gehen, Freunde. Mhm. Wo könnte jetzt... Nee, hier sind auch noch welche. Oh, Leute, ohne Spaß, das muss hier irgendwo sein. Ich sag, du willst auf jeden Fall meine nicht finden. Sagst du, das ist so eklig versteckt. Ja. Obwohl, warte mal, du hast gerade gesagt, eins ist noch kleiner. Hier drin im Container. Eins ist noch kleiner. Und das kleinere Auto weiß ich gerade nicht. Okay. Oh Gott, ich habe nicht mehr viel Zeit, Leute. Ich habe nur noch 2 Minuten Zeit, um 2 Autos zu finden. Also eben gerade auf der Straße, wo du warst, war schon richtig. Jetzt bist du wieder eine Straße weiter oben. Okay, warte mal. Brauche ich das eben Auto... Einkaufswagen? Nee. Nein. Hier unten muss es ja irgendwo gewesen sein, ne? Hier war der Pool und die Straße meinst du, ne?
Nee, die Hauptstraße da unten. Ach so. Mensch. Okay, dann gucke ich mal ganz kurz. Das hatte ich ja gefunden. Da, hier eins im Weg gestellt, oder was? Nein. Na? So was will ich nicht machen. Ja, halt echt nicht. Da irgendwo? Auch nicht, Leute, was? Also, wie als wenn du gerade einfach nur von dem Auto wegfahren möchtest, ne? Also, echt? Also einfach, also. Ich find's nicht, Leute. Mein Bugatti ist schon voll kaputt. Ich habe nur 3 Sekunden Zeit, Leute. Ohne Spaß. Okay. Jetzt kann ich gar nicht mehr. Oh, ja. Das ist eins, ja. Okay. Verdammt, jetzt habe ich noch ungefähr 10 Sekunden Zeit oder so, das andere zu finden. Aus dem Weg. Das schaffst du. Ein kleines Auto noch hier, Leute. Jetzt habe ich schon das 4. von 5. Ihr irgendwo, komm schon. Das ist ein Driftauto. Nein, was? Oh no. Ich werde es nicht finden, Digga. Nein, und jetzt der Timer. Was sagt der Timer? 3 Sekunden. 2, 1. Leute, nein. Na gut, jetzt haben wir jedenfalls nicht alle deine Autos gefunden. Jetzt musst du aber bei mir alle meine Autos finden. Ich sag, das mache ich easy. Das schaffst du niemals. Niemals schaffst du das. Ey, du sollst dir meine Autos suchen, nicht dir Burger essen. Ich wollte eine Runde schlafen. Ja, okay. So, vorne steht der Automatenwagen bereit. Und du hast jetzt auch, pass auf, ich mach den Timer an. Du hast ab jetzt 10 Minuten Zeit, Mirkan. By the way, das ist das Auto, was ich noch versteckt habe, was du nicht gefunden hast, ne? Ach, das war das Auto? Aber ich wurde gerade geschossen. Ja, ich habe hier Leute angeheuert, damit es auf jeden Fall wirklich ein bisschen schwerer gemacht wird. Ja. Das ist unfair. Ja, du, ich hätte echt die ganze Zeit angeschossen. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Also ich habe auf jeden Fall nichts auf einem Dach versteckt. Es ist auf jeden Fall, 2 Autos sind auf jeden Fall ein bisschen in der Höhe, aber es ist nichts auf einem Dach. In der Höhe, sagst du? Und du hast es auf jeden Fall leichter als ich, muss ich sagen, weil hier ist nicht so verwinkelt. Naja. Ja, gut, man, so man stellt das immer ein bisschen leichter vor, ne? Ja, ich weiß, weil man ja kennt, wo die Autos sind. Boah. So, ich bin's. Ja, okay, ja. Finde ich hier schon ein Auto? Nee. Nee, die sind auf jeden Fall auch alles Dings-Autos, ne? Alles, also kein GTA-Auto? Kein GTA-Auto. Ich glaube eins, aber es ist auf jeden Fall, Genau, so, und das hast du irgendwo geparkt, was wo ich nicht drauf komme, genau, ne? Genau, auf jeden Fall habe ich es so gemacht. Also ein Auto ist auf jeden Fall richtig schwer. In der Nähe? Achso. Also da, wo du gerade warst, war schon echt in der Nähe, muss ich sagen. Wo ich gerade war, also ja, direkt dran. Ja, war schon echt in der Nähe. Okay. Ah, jetzt ein bisschen kälter. Ich weiß nicht mehr, wo ich war, weil ich ein Gedächtnis wie eine Ameise habe. Ja. Da wird es schon wieder ein bisschen wärmer in die Richtung. Aber mehr verrate ich nicht. Boah, es ist auch richtig schwer von mir gemacht, muss ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall direkt da. Ich könnte mir denken, dass du hier das Grillauto versteckt hast. Irgendwie. Nee. Aber also jetzt hier wahrscheinlich wieder kälter, ne? Jetzt wieder wärmer. Genau, jetzt wieder wärmer. Also in dem Bereich ist es auf jeden Fall, aber ich verrate auf jeden Fall nicht, sonst wäre es zu einfach. Oh ja. Hä? Bro, hast du dahinter versteckt? Nee. Oh mein Gott. Hä, ist das ein Auto hier? Nee. Puh. Mal gucken, wie lange du dafür brauchst. Hä? Sag mal, angeschossen. Ist das ein Auto hier? Ich dachte, oh mein Gott, ich dachte, das wäre ein Auto, Bruder. Bro, dein Ernst? Hey, ja. Hä, ist das ein Auto? Digga, du bist direkt davor. Wie? Bro, also jetzt mal Real Talk, das du nimmst gerade Haupt, oder? Bro, jetzt sag nicht, das ist hier das Kaputte. Nein. Hä? Ein Tipp, guck ein bisschen nach oben. Ja. Junge, also ich... Hä, wo fährst du jetzt hin? Ja, ich hab den überfahren. Du warst schon gerade echt in der Nähe. Wie gesagt, du musst nach oben gucken. Hier, oh Bro. Ah. Hast du den Harry Potter geguckt, oder? Ja, das... Ja, wie bekomme ich das da runter? Ja, ich hol's dir runter. Einen Moment. Du musst einfach dagegen schießen. So, oh, jetzt was? Kannst du es hier... Ja, zack. So, einmal ganz kurz umdrehen, das Ding. Dann steig mal ein jetzt hier rein, geht's ins nächste Auto. Ja, pass auf, das Auto hat auf jeden Fall einen Boost. Und es kann auch in Wasser fahren, aber das brauchst du auf jeden Fall nicht. Was? So, die nächsten Autos, das ist noch eins, das ist noch richtig schwer. Und der Rest war es auf jeden Fall. Also eins ist halt richtig groß. Boah. Eins ist richtig groß, so ein 6x6 mit 6 Reifen. Und eins ist richtig auffällig von der Farbe her. Bin ich hier noch in Sandy Shorts? Nee, du bist jetzt schon mal raus. Ich muss schon sagen, ist doch schon verwinkelt, als ich gedacht hatte. Wenn man halt das selber gemacht hat, war es... Wenn man die Autos versteckt, ist es aber nicht so... Ja, ich weiß, es ist noch was anderes irgendwie. Da hast du recht, was anderes dann. Wie gesagt, du hast jetzt drei Fragen, die du mir noch stellen kannst. Wo ist ein anderes Auto? Na, okay, ich habe ein Auto im Gebüsch. Das ist ein Auto im Gebüsch? Ja. Ach, Bruder, das ist dein Ernst? Guck mal, wie viele Gebüsche hier sind. Und ich sehe es... Oh, Bro. Nein! Was ist das für ein Auto? Zeig mal her. Das ist ein Suzuki Swift. Also den kleinen, den wir im Gebüsch verstecken. Oh nö, wo fahre ich jetzt rum? Ja, mit so einem richtig kleinen Billo-Auto. Okay. Oh, aua. Ja,
Vielleicht soll ich den Führerschein nochmal machen. Da bei der Tanke, ist da noch ein Auto in der Nähe? Bei der Tanke? Also ich du bist jetzt schon beim zweiten Auto, ne? Genau, erst beim zweiten Auto. Erst beim zweiten Auto. Hier bei der Tanke, ich glaube, eins habe ich vergessen, wo eins ist. Der Klassiker. Also zwei weiß ich noch. Ich glaube aber, hier bei der Tanke, nein, bei der Tanke war keins. Also eins ist auf jeden Fall auf der Terrasse drauf. Das bist du, ja. Auf der Terrasse drauf? Das ist das Schwerste eigentlich. Alter, ich habe dir so viele Tipps gegeben, schade von dir. Ja, okay, ich muss etwas anderes finden. Also das, es gibt, pass auf, ein Auto ist in einem kaputten Haus drin. Ja, also am Wasser, Bro, ist auf jeden Fall kein Auto. Das ist, das habe ich dir erspart. Also du sagst, ein Auto ist auf der Terrasse. Ja, da, was? Oh, du bist da gerade sehr in der Nähe. Also es ist nicht so eine richtige Terrasse, es ist eher so ein Balkon. Das juckt mich jetzt auch nicht, das Auto da. Mhm. So. Also du bist gerade krass in der Nähe, muss ich sagen. Bro, das ist doch hier. Das ist in der Nähe vielleicht. Hä? Ja, das ist vielleicht ganz in der Nähe da. Oh, so, ich darf zu Fuß? Du darfst zu Fuß, du musst sogar zu Fuß. Ach, du kannst da gar nicht. Das schon vorher kannst sagst. Da gar nicht hin, sehe ich gerade. Dort musst du aufs Dach drauf. Ja, wow. Ja, das sehe ich ja jetzt erst. Okay. Ist hier oben ein Auto? Ich dachte, das kann man ja auf der anderen Seite, also hinter dem Haus. Oh. Hä? Du musst hier hochklettern. Ja, ich komme da doch gar nicht hoch. Ja, daran habe ich nicht gedacht. Deswegen, das habe ich dir jetzt auch geschenkt, das Auto. Okay, dann. Ich hole dir das ganz kurz runter. Ja, danke dir. Alter, das war... das. Ja, okay, Bro. Das war ein bisschen... Das okay, war, also wir haben noch zwei Autos auf jeden Fall. Boah, ist der Lambo cool. Der ist krass, ich weiß, ist richtig krass. Also, wie gesagt, ein Auto ist noch in einem kaputten Haus. In so einem kleinen, so ein könnte auch irgendwie so ein Penner drauf schlafen. Ja, kaputtes Haus ist immer... Und das andere Auto weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, in irgendeinem Garten. Ja, da ist schon ein bisschen wärmer, wenn du da hingehst. Aber mehr sage ich jetzt auch nicht. Also, die Zeit... Digga, ja, ich bin der Profi. Du einfach Playblades. Oh. Hier in der Nähe ist es auf jeden Fall. Da hörst du irgendwo ein Auto. Ist ein kaputtes Haus. Nee, also es ist nicht komplett so ein schon. Haus, es ist eher so ein kleiner Wohnwagen oder sowas. Also lügst du jetzt auch noch? Okay. Oh. Hä? Was? Nein. Du lügst. Du lügst mich hier an von vorne bis hinten, mein Freund. Wohnwagen. Oh mein Gott, dein Ernst? Wohnwagen. Ja. Oh, was? Ja! Was? Ey, das guck mal. Das ist auch krasser Steck, ne? Du kannst rechts reingehen durch die Tür. Ey, das ist unfair. Warum ist das unfair? Ja, guck dir das nochmal an. Ja, bei mir ist alles soweit offen. So, meiner. So, dann fahr mal raus hier das Ding. So, du hast noch 1 Minute 25 Zeit, um das letzte Auto zu finden. Kann ich mein Kennzeichen ändern? Ja. <Yeah. lacht> Also so. Da, wo du jetzt gerade hin bist, ich glaube... Ich habe noch zwei Fragen. Du hast noch zwei Fragen, ja. Ich muss erstmal gerade... Okay, du bist gerade sehr in der Nähe. Das mehr sage ich nicht. Du bist gerade sehr in der Nähe. Sehr in der Nähe. Mehr sage ich nicht. Und das ist der große Wagen, ne? Also ist es quasi das leichteste Auto. Ja. Und oh! Nein, ich hab zu viel verraten, Digga. Hä, wie gut. Nein. Ey, das war halt das Schwerste für mich zu verstecken. Oh mein Gott, das hat 6 Reifen. Ich weiß, deswegen hat er voll einen krassen Antrieb. Siehst du das? Ey, nein, Bro. Ja, warte, gut. Komm mal, ich mach einen Loser-Dance für dich, oder? Ey, machen jetzt nicht den. Ey, ohne Spaß, ne? Ja, gut, auf jeden Fall Glückwunsch an dich. Danke. Die 100 Euro kriegst du auf jeden Fall überwiesen. Und ja, hau rein, Bro. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das ist es gewesen, Freunde. Wenn ihr mehr davon sehen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und zwar die beiden hier. Ciao, ciao.